First Use. Erster Einsatz für die Akkusäge Top Handle. Mal gucken, wie die sich heute schlägt. Es ist eine Totholzentfernung und Kronenpflege an der Kapelle, weil die Verkehrssicherheit hier beim Parkplatz nicht mehr gegeben ist. Tina filmt schon gerade die Schäden an den Bäumen. Der Tim und der Kuno bauen die Bühne auf, machen die Bühne soweit fertig. Ich werde hier die Bühne einsetzen, weil es ist direkt neben dem Parkplatz. Warum soll ich den ganzen Mist klettern, wenn ich die Bühne habe? Und wenn man da so gut rankommt, so dass uns der ganze Spaß nicht so lange aufhalten sollte, und wenn wir mit der Totholzentfernung und Kronenpflege fertig sind, dann müssen wir hinter der Kapelle nochmal die Fassade freischneiden. Es regnet, ist nicht so toll, aber wir können uns das Wetter nicht immer aussuchen. Hä? Typischer Sommer in Deutschland. Angekommen. Es handelt sich, wie gesagt, um amerikanische Eichen. Ich glaube, Tina hat das schon erwähnt. Und man sieht hier ganz deutlich im Innenbereich, weil die halt kein Licht kriegen, weil die so dicht zusammenstehen, ist hier halt wirklich ganz viel tot und kaputt. Ja, überall hier. Ich weiß, alles unter 3 cm ist eigentlich kein Totholz. Aber wir werden auch solche Äste hier rausschneiden. Ganz einfach aus optischen Gründen und weil es explizit verlangt worden ist, also auch das Dünnere rauszuschneiden. Wenn also wirklich alles rausschneiden, was wir irgendwie erwischen können. Werden dann auch die Krone eben ein bisschen durchpflegen, weil das hier unten auch viel zu doll verwuchert ist. Und werden versuchen, ein bisschen Licht reinzubringen, damit eben in Zukunft nicht mehr so viel Totholz entsteht, weil eben der Baum dann oder beziehungsweise die Äste genug Licht kriegen. Ist halt viel zu dicht gepflanzt und naja, ist, denke ich, auch vorher noch nie was dran gemacht worden. Ich sehe keine alten Schnittstellen, sodass ich davon ausgehe, dass die noch nie mal durchgepflegt worden sind. Und von daher werden wir das jetzt heute mal in Angriff nehmen. Sie werden danach nicht mehr ganz so schön aussehen, weil diese Seite eigentlich komplett tot ist. Das heißt, wir werden hier natürlich viel aufasten müssen. Dadurch wird hier eine Lücke entstehen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil, wie ihr seht, ist hier wirklich alles kaputt, alles tot auf dieser Seite. Und naja, gut. My first impression of the MSR AccuSaw, it's nice, it's very light and handy. Also with the short bar, it was a good decision to use the short bar, the 10-inch bar. It's nice and light. Yeah, I already like it, although I used it for the first 10 minutes. Huh? Also ja, wie gesagt, die Akkusäge, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitgekriegt. Ich rede gerade die ganze Zeit schon mit Tina über das Intercom. Ich bin begeistert, ja. Also erste Benutzung. Kurze Schiene, für die Pflege optimal. Totholzentfernung, geile Sache, schön leicht. Du hast halt nur, ist nur an, wenn du sie wirklich brauchst. Hast nicht immer dieses Dubber, 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 Dubber im Hintergrund, ja. Oder wenn du deine Bühne legst, dass die durch die ganze Bühne wandert, weil der Motor eben noch an ist. Ich bin begeistert, kann mich nicht beklagen, hätte mir das Ding vielleicht schon viel eher kaufen sollen. War eine gute Entscheidung. Obwohl es ja jedes Mal ein Schweinegeld ist, ne? It's not cheap, but it's worth it. It's worth it? It's worth it. Richtig. I have to improve my English.
hier überall diese alten Scheuerstellen, wo die Äste also angelegen haben hier. Der hier, der hat da gerieben, den haben wir also abgeschnitten. Der liegt aber da hinten auch nochmal auf. Das ist auch eine riesen Scheuerstelle. Und von dem Ast hier vorne, der liegt da auch auf zu scheuern. Also sowas müssen wir natürlich rausschneiden. Ne? Der Baum ist also viel zu dicht. Deswegen hat er viele Reibstellen. Und deswegen ist auch kein, weil er zu dicht ist, ist auch kein Licht an den Stamm gekommen. Und deswegen hat er innen auch so viel Totholz. Weil die Blätter brauchen Licht, ja, sonst gibt es keine Blätter. Müssen wir halt alles rausschneiden, ist extrem viel Arbeit, hängt auch alles fest hier. Wir quälen uns hier mittlerweile mit zwei Mann hier schon in der Bühne, um die ganze Scheiße rauszureißen, weil das so dicht gewuchert und zusammengewachsen ist. Also nur, falls sich einer wundert, dass wir wirklich so 5-Mark-Stück große Äste rausschneiden, was ja eigentlich nicht so üblich ist. Ich versuche die Verletzungen also auch immer möglichst gering zu halten. Es nützt nichts, es ist hier einfach zu viel und es reibt einfach zu viel. Und die reiben sich ja gegenseitig kaputt. Und deswegen muss das einfach raus. Ja. Es ist hart, weil es ist wirklich dickes Holz, klar. Es ist so, wie gesagt, im Durchmesser. Aber es nützt nichts. Bevor noch mehr kaputt geht und bevor sich noch mehr Äste kaputt reiben, hätte man halt früher rausschneiden müssen, dann wäre es halt nur eine kleine Verletzung gewesen. Jetzt ist es halt unnötige Arbeit, sage ich mal, die man sich hätte eigentlich sparen können, wenn man früh genug mal jemanden bestellt hätte, der sich um den Baum kümmert. Dann hätte man auch das große Totholzproblem nicht so stark. Wenn man von Anfang an halt ein bisschen Licht reingebracht hätte, beziehungsweise wenn man die beiden Bäume gar nicht erst so dicht aufeinander gepflanzt hätte. Bäume wachsen halt, ne? Ist wie mit Haaren. Sie sägt zwar noch, aber sie fängt an zu blinken. Das heißt, der erste Akku ist platt. Wenn man sich überlegt, wie die Bäume heute Morgen ausgesehen haben, dann denke ich, war das völlig okay, weil die GoPro, sehe ich gerade, hat den Akku nämlich auch platt. Das heißt, die Akkusäge hält ungefähr so lange durch wie die GoPro. Sprich so 40 Minuten. 40 Minuten. Also ihr seht, da ist gut Licht reingekommen. Das ganze Tote ist raus. Ein bisschen was haben wir halt eingekürzt, wo die beiden zusammengewachsen sind. Es sieht nicht wirklich schön aus, gebe ich ganz offen zu. Aber es war nun mal das ganze Totholz auf dieser Seite und deswegen ist hier so viel raus. Auf der anderen Seite, weil er da genug Licht gekriegt hat, ist natürlich nicht so viel. Und von daher ist er da noch relativ dicht und ich werde mich jetzt hübsch hüten, da einfach sinnlos was aus der Krone rauszuschneiden, nur damit beide Seiten gleich licht sind. Ja, sehe ich nicht ein. Also nein, ich schneide da jetzt nicht mehr raus, als nötig ist. Ich habe, wie gesagt, nur das Totholz entfernt und so ein bisschen die reibenden. Und leider ist das das Ergebnis. Hätte man sich da früher drum gekümmert, würde der Baum vielleicht etwas ästhetischer aussehen. Aber hat man nicht. So, und hier jetzt auch, ihr seht, das Nest ist raus. Hier unten der ganz dicke, das gefiel mir gar nicht, der war aber wirklich kaputt. Und daher musste der leider raus, aber ihr seht, wie viel Licht jetzt in den unteren Bereich reingekommen ist, wie was da alles an Totes raus ist. Und so wie da vorne, es ist immer noch ein bisschen dünnes Totes drinne und hier oben ja auch. Wie gesagt, wir sind ja auch noch lange nicht fertig, aber daran seht ihr echt mal, wie dicht der ganze Scheiß hier in dem Baum war. Und immer noch ist. Ja, also ich werde da gleich wahrscheinlich, muss Tina mich mal einmal mit der Bühne reinsetzen. Ich werde da von innen gleich auch noch mal ein bisschen klettern müssen, weil ich natürlich durch die ganzen Verwachsungen mit der Bühne nicht durchkomme und auch keine Lust habe, hier stundenlang mit der Stangensäge zu stehen. Okay, ich werde jetzt die Batterie von der Säge wechseln und werde eine andere GoPro mit hochnehmen.